Auf geht's und damit ein herzliches Willkommen zur brandneuen Ausgabe von Fast Break, dem Science City Basketball Magazin. Derzeit läuft's bei unseren Jungs. Derby-Sieg gegen Chemnitz, dazu der Hammersieg in Heidelberg. So kann's weitergehen. Beim Blick in die Tabelle riecht es schon leicht nach Playoffs. Denn auf die Verfolger aus Vechta, Chemnitz, Baunach und Kirchheim sind es nun schon 3 Siege Vorsprung. Damit es dabei bleibt, darf nun auch ruhig der 5. Heimsieg her. Nach dem doch ein wenig überraschend deutlichen Sieg in Heidelberg ist vor dem Heimspiel gegen Essen. Zwar hat die Partie am vergangenen Wochenende Georg Vogtmann und seinen Mitspielern gezeigt, welch großes Potenzial in der Mannschaft steckt, doch auf das Team von Headcoach Björn Harmsen wartet in der kommenden Begegnung mit den ECB Wohnbau Baskets ein umso gefährlicherer Gegner. Denn besonders aufgrund der Qualität der Gäste heißt es, Konzentration hochhalten und nicht in Selbstgefälligkeit verfallen. So verwundert es auch nicht, dass Harmsen im Training weiter am Spielsystem feilt und seine Jungs schwitzen lässt. Schließlich muss man sich jeden Sieg hart erkämpfen. Und dazu zählt auch die Arbeit an den Abläufen während der täglichen Übungseinheiten. Ich glaube, immer wieder entscheidend, zumindest in meiner Sicht als Trainer, ist es, dass man die Offensive durch Zusammenspiel kreiert. Und wenn man das schafft und, wie gesagt, da selbstlos agiert, dann glaube ich, kann man auch viele Punkte machen. Natürlich ist es so, dass wir jetzt offensiv mehr Waffen haben als vielleicht vorher, aber nochmal, ich glaube, entscheidend ist, dass wir die letzten Spiele auch so hochwertig gepunktet haben, dass wir immer besser als Mannschaft zusammengespielt haben. Im Spiel in Heidelberg agierten in der Anfangsphase beide Mannschaften noch auf Augenhöhe. Erst durch einen Dreier von Georg Vogtmann konnten sich die Jenaer leicht absetzen. Doch die Hausherren waren zu diesem Zeitpunkt noch in der Lage, Schritt zu halten und blieben auf 5 Punkte dran. Bereits jetzt zeichnete sich aber die Überlegenheit der Jungs von Coach Harmsen an diesem Tag ab. Im direkten Gegenzug traf erneut Vogtmann von Downtown zur 24-16 Führung nach dem ersten Abschnitt. Danach lief Science City heiß. Einerseits, weil die Heidelberger selbst freie Würfe nicht mehr in den Korb brachten, zum anderen war besonders Brady Morningstar on fire. Allein im zweiten Viertel traf er 5 von 5 von jenseits des Perimeters. Zur Halbzeit hatte er mit 100%iger Trefferquote bereits 19 Punkte auf dem Konto. Science City lag überdeutlich mit 57-29 vorn. Das Spiel war für Heidelberg bereits gelaufen, zumal Science City auch weiterhin fast nach Belieben traf, während die Offensive der Gastgeber zumeist an der schwachen Wurfquote oder der aufmerksamen Jenaer Defensive scheiterte. Wayne Bernard mit dem Steal und schnellen wie einfachen 2 Punkten. So gingen auch die letzten beiden Viertel klar an Jena. Durch den eindeutigen Spielstand kamen bei beiden Teams in der Schlussphase auch Spieler der zweiten Reihe zum Einsatz, wodurch auch Darian Cardenas seine ersten Saisonpunkte in der Pro A sammeln konnte. Gegen grippegeschwächte Heidelberger konnte so ein souveräner 97-56 Sieg gefeiert werden. Gegen Essen wird die Aufgabe wohl um einiges schwerer. Sie haben, denke ich, eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr, auch sind da beständig geblieben, haben viele Leute vom letzten Jahr behalten. Dann haben sie, glaube ich, einen der besten Trainer der Liga. Eine sehr gute Spielphilosophie, sind immer auf den Gegner gut vorbereitet. Insofern eine Mannschaft, die auch mit Sicherheit in die Playoffs gehört, denke ich. Ich habe da ganz großen Respekt auch vor den Essern und glaube, dass es für uns ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit wird, auch dieses Spiel zu gewinnen. Während Kapitän Sascha Leutloff wohl erst in der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird, also weiterhin ausfällt, klingt die Verletzung von Jordan Enriquez langsam ab. Bei 100% wird der 5-beste Rebounder der Liga am Samstag aber noch nicht sein. Somit wird sich wie im Heidelberg-Spiel das Centergespann Virbalas Jones um die Bretter kümmern. Wichtig wird zudem die Stimmung auf den Rängen sein, denn mit lautstarken Fans im Rücken knackt sich die schwere Essener Nuss etwas leichter, um die Gäste ohne Punkte im Gepäck aus der Arena zu danken. Insgesamt liegt ein erfolgreiches Wochenende hinter der kompletten Basketballfamilie von Science City. Und so freuen wir uns, auch den beiden Nachwuchsteams gratulieren zu dürfen. Sowohl JBBL als auch NBBL hatten in ihren Spielen am Ende Grund zur Freude. Nachdem die Jungs von Oliver Goller bereits am Freitagabend in der U19-Bundesliga einen knappen 67-64 Sieg gegen Würzburg feiern konnten, zog die U16 am Sonntag nach.
Die Schützlinge von Coach Thorsten Rothemel machten mit Augsburg kurzen Prozess und schickten die Bayern zum Auftakt der Relegationsrunde mit einer 98-54 Packung auf die Heimreise. Wir geben jetzt ab in die Werbung und sind gleich wieder für euch da. Andere Stelle, gleiche Welle. Bis gleich! Überflieger heben ab. In einer Region, für die wir alles geben. Stadtwerke Energie Jena Püsnik. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Hallo, herzlich willkommen. Wir begrüßen euch heute hier in der Bruderhalle im Plan B. Neben mir Julius Wolf, der neben seiner Trainingszeit heute mal Zeit gefunden hat, mir ein paar Fragen zu beantworten. Wir werden ein bisschen plaudern und natürlich auch ein bisschen bouldern, je nachdem, wie wir das so hinbekommen. Ist es dein erstes Mal? Schon ab und zu mal gemacht, aber noch nie in so einer Halle, also mehr dann draußen. Okay, immerhin hast du auf jeden Fall Vorsprung, nicht nur längentechnisch mir gegenüber. Wir geben einfach mal unser Bestes und werden jetzt einfach mal probieren. Let's go! Also ihr macht ja nicht nur so reines Basketballtraining, ihr macht ja auch Krafttraining und solche Sachen. Hast du da irgendeine Lieblingsübung eigentlich? Nicht unbedingt. Das alles, was mir was bringt. Ah, okay. Eigentlich. Also das ist vor allen Dingen so Sachen für die Beinarbeit, dass ich da noch was verbessern kann. Aber so Lieblingsübung gibt es ja nicht, weil es ja doch immer anstrengend ist. Also in der Beinarbeit siehst du bei dir noch Optimierungsbedarf? Ja. Wie sieht es um den Rest deiner Familie aus? Deine Basketball-Affinität kommt ja nicht von ungefähr. Ja, die sind auch voll hinter mir. Wenn sie halt nicht mal beim Spiel sind, dann ist vor dem Spiel, nach dem Spiel, Telefonate, WhatsApp, Nachrichten, alles Volksunterstützung, Vertrauen von denen genieße ich da beim Tun. Okay. Also deine Eltern waren ja Nationalspieler, ne? Dann haben die sich auch so geprägt, ne? So. Ja, sozusagen. Es wurde wie fing das an? In die Wiege gelegt. Also von Basketball haben wir angefangen zu spielen, als wir nach Göttingen gezogen sind, 98. Dann gab es da ein Team, aber dann wollten mein Bruder und ich nicht anfangen, weil wir den Trainer nicht kannten. Dann haben wir gesagt, ja, Papa muss Trainer sein, damit wir okay. anfangen zu spielen. Und dann, ja, dann mit 5 Jahren habe ich dann angefangen und dann unter Papa angefangen. Und heute immer noch? Ist immer noch und heute immer noch. Okay. Deine Schwester spielt auch? Ne? Ja, die hat jetzt wieder angefangen. Die hat eine längere Pause, aber jetzt hat sie wieder angefangen zu spielen. Hm. Liegt halt in der Familie, der Sport. Dein Bruder spielt ja bei Kirchheim. Wie ist das eigentlich, so gegen den eigenen Bruder zu spielen? Am 1.3. ist es ja wieder soweit. Freue ich mich schon drauf. Hinspiel haben wir gewonnen, zum Glück. Ich hoffe, das wird im Mutspiel auch nicht anders. Hoffe ich auch. Aber er sagte mal, er hat das personelle Bruderduell gewonnen, weil er halt bessere Statistiken hatte, aber das juckt mich relativ wenig, solange wir gewonnen haben. Richtig. Da du ja letzte Saison schon dabei warst, hast du ja miterlebt, wie so der Umzug in die neue Halle und wie das alles abgelaufen ist. Wie beurteilst du jetzt, wie sich das so entwickelt hat von Stimmung und Spiel und allem in der neuen? Ich denke, die Stimmung war in Lobeda so ein Tick besser, weil es halt irgendwie einfach, weiß nicht, die Halle da, so die Stimmung war da schon immer relativ einzigartig. So, aber das kommt jetzt in der Sparkassenarena auch immer mehr, dass wir da so einen Hexenkessel haben zu Hause. Das ist ja immer relativ wichtig, dass man zu Hause Fans hat, die hinter einem stehen. Das tun die in Jena sowieso. Ja. Auf jeden Fall. Wenn man so weiterguckt, hast du da schon so persönliche Ziele? Ich meine, Playoffs jetzt in der Saison, aber so danach, gibt es da schon Pläne? Pläne nicht, Ziel ist natürlich die Bundesliga irgendwann. Aber da muss ich sehen, wann es reicht und wie ich mich jetzt weiterentwickle. Aber erste Prioritätsziel ist jetzt erstmal Playoffs mit Jena. Verfolgst du Bundesliga? Dann sicherlich. Ja, ich habe viele Kumpels, die da spielen, in Bayreuth, Hagen, München, denen ich immer in Kontakt stehe, und dadurch verfolge ich natürlich die ganze Liga und natürlich Göttingen, die
da ja gerade relativ gut stehen. Dadurch, also ich verfolge die schon jedes Wochenende immer die Ergebnisse gucken. Also drückst du jetzt Göttingen besonders die Daumen? Also hast du so eine Lieblingsmannschaft? Lieblingsmannschaft ist eigentlich so vom Spielstil her Alba. Weil die, ich finde es einfach krass, was die da machen so in den letzten 2 Jahre mit Obradovic, aber... Gerade diese Saison ja eigentlich auch sehr erfolgreich. Auch für Göttingen, weil es halt meine Basketballheimat ist sozusagen, ich da so lange gelebt habe, schlägt mein Herz natürlich in der ersten Liga auch ein bisschen für die. In einer Welt ohne Basketball? Wäre ich Fußballer. Okay, für die USA-Mannschaft. Vor einem Spiel? Höre ich gerne Hip-Hop. Ich komme nicht aus ohne? Mittagsschlaf. Vielen Dank, Julius, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute mit mir klettern zu gehen und meinen Fragen auch geantwortet hast. Ich hoffe, du hast noch genug Kraft fürs Training nachher. Vielleicht ist auch noch Zeit für einen kleinen Mittagsschlaf. Ja, das Ding kriegen wir noch hin. Und ja, ich werde sehen, wen ich mir das nächste Mal vorknöpfen kann und wo wir uns dann in Jena wiederfinden. Fastbreak geht jetzt erstmal in die Werbung. Wir sehen uns dann im Studio. Bis gleich. Weltverbesserer bekommen Rückendeckung bei uns mit 100% grünem Strom. Stadtwerke Energie Jena Pößneck. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Und nun einmal Trommelwirbel bitte. Es ist Gewinnspielzeit. In der letzten Ausgabe wollten wir von euch wissen, wie viele Auswärtssiege Science City in der Saison bis dahin einfahren konnte. Die richtige Antwort lautet 5. Wenn ihr Heidelberg mitgezählt habt, dann sind es natürlich 6. Da waren wir in der Auswertung flexibel. Gut gezählt hat unter anderem Walter Boss. Herzlichen Glückwunsch, du hast 2 Sitzplätze beim Spiel gegen Essen gewonnen und kannst nun ein unterschriebenes Mannschaftsbild dein eigen nennen. Viel Spaß und für alle anderen gibt es jetzt auch wieder etwas zu gewinnen. Beantwortet einfach folgende Frage. Wie viele Punkte erzielte Science City in der Hinrunde gegen die ETB Wohnbau Baskets? Zu gewinnen gibt es 2 Tickets für das Heimspiel gegen Kirchheim. Wer also unter anderem das spannende Duell der beiden Wolf-Brüder nicht verpassen will, sendet seine Antwort und seinen vollständigen Namen bitte an aktion@jenatv.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 25. Februar. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Die folgende Kategorie besticht zwar nicht durch Konstanz, aber auf jeden Fall mit Informationsinput. Denn er ist wieder am Start, unser Regelkunde Thomas Hofmann. Heute hat er die Sekundenregel im Gepäck. Und zwar nicht nur eine, sondern alle. Mats ab! Willkommen zu einer neuen Folge der Regelkunde. Wie versprochen kümmern wir uns heute um die Zeitübertretungen. Da gibt es insgesamt 4 Stück davon. Wir fangen mit der 3-Sekunden-Regel an. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, warum ein großer Spieler wie Jordan Henriquez sich nicht einfach unter den Korb stellt, dort auf den Ball wartet, um dann Punkte zu erzielen, ist das mit der 3-Sekunden-Regel begründet. Ein Spieler der angreifenden Mannschaft darf sich nie länger als 3 Sekunden am Stück innerhalb der markierten Zone aufhalten. Tut er dies, pfeifen die Schiedsrichter und die Gegner bekommen den Ball. Die nächste Regel ist die 5-Sekunden-Regel. Diese Regel findet in 2 Fällen Anwendung. Erster Fall, eine Mannschaft hat den Ball zum Einwurf. Dann muss der Spieler innerhalb von 5 Sekunden den Ball aufs Feld zu einem Mitspieler bringen. Tut er das nicht, bekommt die andere Mannschaft den Ball. Der zweite Fall ist der sogenannte eng bewachte Spieler. Hält ein Spieler den Ball in einer Hand oder in beiden Händen, wird dabei eng verteidigt und schafft es nicht, innerhalb von 5 Sekunden zu dribbeln, zu passen oder zu werfen, bekommt auch hier der Gegner den Ball. Die nächste Regel ist die 8-Sekunden-Regel. Hier geht es darum, dass eine Mannschaft, die in Ballbesitz ist, innerhalb von 8 Sekunden aus ihrer eigenen Hälfte herauskommen muss. Schafft sie das nicht, pfeift der Schiedsrichter, zeigt 8 Sekunden und die Gegner bekommen den Ball. Kommen wir jetzt zur 24-Sekunden-Regel.
Die 24-Sekunden-Regel besagt, dass eine Mannschaft mit Ballkontrolle, also in Ballbesitz, innerhalb von 24 Sekunden auf den gegnerischen Korb werfen muss. Ein Korbwurf zählt dann als Korbwurf, wenn der Ball die Hand des Spielers verlassen hat. Ertönt danach das Signal der 24-Sekunden-Anlage, spielt das keine Rolle mehr. Schafft es die Mannschaft nicht, innerhalb von 24 Sekunden auf den Korb zu werfen, ertönt das Signal der Anlage, die Schiedsrichter pfeifen und zeigen das Zeichen für die Regelübertretung an. Die 24-Sekunden-Regel wurde eingeführt, um das Spiel schneller und damit attraktiver zu machen und Ergebnisse wie beim Fußball 1:0 oder 2:0 zu verhindern. Um das Spiel noch schneller und attraktiver zu machen, wurde vor einigen Jahren die 14-Sekunden-Regel eingeführt. Diese besagt, dass eine Mannschaft nach Ballbesitz und Korbwurf auf den gegnerischen Korb beim Offensivrebound dann nur noch 14 Sekunden für den nächsten Angriff zur Verfügung hat. Das war's für heute und beim nächsten Mal erkläre ich euch, welcher Schiedsrichter auf dem Feld für welchen Bereich zuständig ist und wann entscheidet. Und damit ist die aktuelle Fastbreak-Ausgabe auch schon fast wieder am Ende. Aber ihr wisst, was fast heißt. Mit Traditionen soll man nämlich nicht brechen, wenn sie Sinn ergeben. Also werfen wir an dieser Stelle noch einen Blick auf den kommenden Gegner aus Essen. Was es zum Club aus dem Ruhrpott zu sagen gibt, wie die Saison bislang gelaufen ist und wer die Schlüsselspieler sind, seht ihr jetzt kurz und knapp in unserer Gegnervorstellung. ECB Wohnbau Baskets, die Playoff-Kandidatin aus dem Revier. Die Basketballabteilung des Essener Turnerbundes Schwarz-Weiß wurde 1960 gegründet und war 15 Jahre danach Gründungsmitglied der zweiten Basketball-Bundesliga. Nach dem Abstieg 2006 und dem direkten Durchmarsch von der Regionalliga in die Pro A spielen die Essener seit 2008 wieder in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Wie schon die vergangene Spielzeit soll auch diese Saison länger als 30 Spiele dauern. Mit 13 Siegen aus 22 Partien und Platz 6 liegen die Essener absolut im Plan. Allerdings stottert der Auswärtsmotor nach 5 Pleiten in der Fremde am Stück ein wenig. Die letzte Niederlage gegen Sein City hingegen ist fast genau 2 Jahre her. Denn sowohl in der Hinrunde als auch im letzten Gastspiel in Jena verließen die ECB-Korbjäger das Parkett als Sieger. Trainiert wird das Team von Igor Krisanovic. Der 41-jährige Kroate lenkt die sportlichen Geschicke in Essen bereits seit 2007. Sein Topscorer und zugleich bester Vorlagengeber sowie Balldieb ist Christopher Alexander. Das mussten die Jenaer bereits im Hinspiel schmerzlich erfahren. Damals gelangen dem Point Guard 37 Punkte. Im Durchschnitt kommt Alexander bislang auf 19,3 Punkte sowie knapp 5 Bretter und 2 Steals. Allerdings fabriziert auch kein Essener mehr Turnover als er. Auch der zweite Point Guard Spot ist mit Gary Johnson stark besetzt. Neben 9,1 Punkten pro Partie überzeugt der 32-Jährige mit Kampfgeist und starker Quote von Downtown. Zurück im Essener Trikot ist seit Ende Januar zudem Logan Stutz. Auch wenn er bislang nur in einem der 4 Spiele an seine früheren Werte anknüpfen konnte, sein 20-Punkte-Schnitt aus der Saison 2012-2013 zeigt, dass er nicht ins Laufen kommen darf. So, rum sind wir mit unserer kleinen Fastbreak-Runde. Für euch gilt es am Wochenende natürlich, anforderungstechnisch den Schwung aus dem letzten Heimspiel wieder mit in die Arena zu tragen, damit sich gegen Essen das Punktekonto von Sein City auf der Habenseite weiter füllt. Tip-off ist 19 Uhr in der Sparkassen-Arena. Neuigkeiten von uns gibt's dann schon wieder vor dem Doppelspieltag-Wochenende Next Week am 27. Februar. Bis dahin, macht's besser!